So, da sind wir wieder. Jetzt haben wir tatsächlich noch zum Ende der letzten Folge eine Nebenquest erledigen können. Damit habe ich tatsächlich nicht mehr gerechnet. Sowas wie dich einen Schwächling zu nennen, wäre noch geschmeichelt. Ich hätte jetzt sonst nur noch als Alternative gehabt im Nuk-Nuk-Wald diese in Höhle, die wir nicht betreten konnten. Ich frage mich, ob das eventuell noch von den Entwicklern vergessen wurde, dass da mal eine Höhle geplant war, aber dann wurde sie nicht umgesetzt oder sowas. Und da wundert sich irgendwer, dass mir diese Welt zum Hals raushängt! Wo geht's denn hier noch überall hin, ey? Rechnet man gar nicht so mit. Beziehungsweise. Mir erschließt sich auch die Logik nicht so wirklich hinter, weil. Wir werden da irgendwie rauskommen, aber es ist ja nicht mal eine Quest hier oder sowas. Monster, verflucht es! Ich nehme jetzt auch nicht jeden Kampf mehr hier an. Ich will im Prinzip jetzt nur noch wirklich ein bisschen gucken, ob hier irgendwo Questgeber eventuell noch sind. Und wenn es dann größere Gegnermassen hier werden, dann kommt einfach mein Freund, der Flammenwächter. Da können wir noch ein bisschen Erfahrung nebenbei sammeln. Sowas wie dich kann man doch nur töten! Ich überlege gerade, hier müsste theoretisch. Das sieht auch nicht so aus, als ob hier ein Weg rüber geht. Sowas wie dich einen Schwächling zu nennen, wäre noch geschmeichelt! Was soll ich mit diesem Schrott? Okay, wir sind ja wirklich voll. Na dann nicht. Sowas wie dich kann man doch nur töten. Da frage ich mich zum Beispiel, wozu? Wozu kann man hier nochmal rumlaufen? Wo ist denn der Ort jetzt eigentlich? Im Süden. Denke ich mir noch schnell verkaufen.
sagen die Leute, ich wäre ein Monster. Ey, normal ist das hier echt nicht mehr mit der Masse an Gegnern. Einziger Vorteil ist, dass man echt easy nebenbei noch Erfahrung sammelt. So. Erstmal zum Händler. $600, ne, bringt nichts. Der hat wahrscheinlich auch nichts Geiles hier. Vierundvierzig könnten wir wahrscheinlich noch verbessern. Achso, da ist er ja auch gleich. 117, 130 wäre jetzt das Beste. $174, zumindest ein Stück. So, haben wir hier noch gute Ringe. $1300. Dann verkaufen wir das Ding auch mal. Auch wieder was los geworden. So. Heiltränke nehme ich natürlich gleich wieder mit. Er hat ja. Da muss noch einer drin sein. Okay. Hab meinen tiefsten Dank dafür, die Gräber unserer Angehörigen werden ab heute nicht mehr entweiht werden. Ich kann mich nicht dran erinnern. Aber gut. So, Meister, ich will tauschen. Diskurs will ich mal jetzt noch verbessern. Höhendiskurs. Der hat jetzt Stufe 8, Stufe 10. Gut, jetzt ist die Frage, wie erkunde ich? Wenn wir da oben rausgehen, haben wir da unten noch einen Weg. Gehen wir erstmal da lang.
Hallo, ich stolziere hier so rum. Wo geht's da lang? Man sagt, du seist eine Legende. Du wirst schnell in Vergessenheit geraten. Dann lieber doch über die Axt. Erstaunt darüber, dass hier doch noch so viele Wege sind. Wundert sich irgendwer, dass mir diese Welt zum Hals raushängt? Also gut möglich, dass wir jetzt noch den einen oder anderen Questgeber jetzt übersehen. Zwangsläufig haben wir jetzt dann doch noch mehr erkundet als gedacht. Wie dämlich ist das denn? Wozu kann ich denn hier unten lang? Oder wozu muss ich hier unten lang? So, dann gehen wir noch da oben lang. Mensch, lass mich hier nicht durch, Albert. Ihr fetten Schweine. So, und die Ecke kennen wir ja schon. Abschaum, du bist schuld daran, dass diese Welt so langweilig ist. Zwischendurch nur knapp 200 Erfahrungen, das ist ja ein Witz. Kann ich hier rüberfliegen? Natürlich nicht. Diese Bauern sind mir egal. Ihr Gold allerdings nicht.
Ach, vom Gold habe ich auch nichts. So, wie muss ich denn jetzt... Na gut, das ist eine Verbindung darüber. Also nach oben. Dann machen wir uns jetzt auf zur nächsten Höhle da. So, da ist auch schon die Brücke. Ein Heiltrank. Ja, damit. So, jetzt hätten wir Hornissen. Jetzt irgendwann Insektenkönige, ne? Das wird so eine Riesenfliege wahrscheinlich sein. Hornisse, dann so ein Wurm. Es könnte natürlich auch noch so eine Spinne werden. Dann auf in die Hülle. Oh, es wird eine Spinne oder was? Obwohl, muss doch nichts heißen. Insektenlarve. Hallo. Die macht wohl echt gut Damage, ey. Ich muss aufpassen, dass wir nicht gleich sterben. So, Heiltank. Ansonsten, da ist noch einer. War ja nichts Spannendes dabei. Das ist meiner. So, dann haben wir die drei Insekten auch platt gemacht. Und da würde ich sagen, jetzt hier in der nächsten Folge wieder weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.